So, das ist leider nicht haltbar. Das ist besser. Aua. Ja, wahrscheinlich nicht. Mehr Mountains. Alright. Hier können wir gut Ballista spielen. Aha, Scrounger. Das ist sehr gut. Kein Chainweller und keine Interaktion. Heißt, wir nehmen auch keinen Schaden diese Runde. Das heißt, wir können nächste Runde zumindest dafür sorgen, dass wir in Länder reinziehen und die Runde danach mitspielen. Ah. Okay, jetzt wollen wir natürlich Sweltering Suns haben. Wahrscheinlich haben wir keine Zeit für das Tormenting Voice und für den Gondi. Nicht besonders gut. Boomerd Carrier. Okay. Wir glauben das mal und gucken, was Pia pumpen will. Pia will nichts pumpen. Das wird ganz schön schwer alles. Wir haben auch leider keine Möglichkeit, Sweltering Suns zu casten. Unser Gegner hat die Möglichkeit, den Scrappy Trouser mit Pia zu sacken. Wir pushen mal den Boomerd Courier für später und hoffen, dass wir ihn Land ziehen. Naja, okay. Unser Gegner hat Pia getauscht, das ist schon mal gut. Das ist nicht besonders gut. Wir upgraden mal Pia, damit sie nicht pumpen kann. Und jetzt, wenn wir ein schwarzes ziehen. Oh Gott. Schade. Ja, das reicht nicht aus. Und unser Gegner nicht Hasrück gemacht hätte, dann wäre es noch ganz gut gewesen. Aber so nicht. Alright, wir nehmen wieder die vier Karten rein. Same thing is. Achso, diesmal sind wir on the play. On the play wollen wir die drei behalten und können den Push rausnehmen, anstatt der anderen Karte. So, die Decks gehen üblicherweise ziemlich teuer nach dem Boarden. Deswegen bin ich immer verführt, eine Sweltering Suns gerade on the play rauszunehmen. Machen wir mal. So. Das ist leider auch nicht haltbar. Oh Gott. Ja. Ich glaube, das geht auch nicht. Wir müssten ja Länder und Spells ziehen. Nicht so direkt gut. Mal gut. Hier können wir hoffen, dass wir vielleicht mit Spyglass zwei Karten erwischen. Obwohl das natürlich alles nicht sehr traumhaft ist. So irgendwie Doppel-Chandra oder so. Elistreborn, Phoenix, Chandra. Alright. Wie erwartet, wurde alles etwas teurer. Wir nehmen mal Chandra. Und sagen Go. Chandra ist effektiv weg. Obwohl, na, sie ist ja noch da. Okay. Ich glaube, es ist gar nicht so. Na, wir könnten halt hoffen, ein Land zu ziehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also, wir Doomfallen die Hand. Und ich glaube, wir wollen die Eldest Reborn wegnehmen. Den Phönix können wir ja mit dem Contempt einfach beantworten. So, Land. Fatal Push. Interesting. Ja, ich glaube, wir sagen einfach Go. Ja. Und im Draw Step pushen wir den Courier. Und hoffen, dass unser Gegner eine Menge Chandras zieht. Alright. Chandras Defeat ist nicht schlecht. Lässt uns zumindest diesen Phönix handeln.
Wahrscheinlich müssen wir immer noch Go sagen, weil Ballista für 1 jetzt nicht so den gewünschten Effekt hat. Glorybringer ist fair, der muss auf jeden Fall defeated werden. Swamp? Uff. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir Ballista spielen. Hoffen, dass unser Gegner eine Menge Chandras zieht. An wie ein Swamp. Swamp wäre gut. Ich glaube, mit Land-Land ist das alles sehr verträglich. Uch. Okay. Swamp. Gut. Ja, ich glaube, wir spielen nicht darauf, dass unser... Oh Gott. Jetzt wird's problematisch. Weil jetzt müssen wir Hazerit contempten. Dann gehen wir auf 7. Dann müssen wir noch ein Contempt für den Phönix ziehen. Achso, ne, wir gehen sogar auf weniger. Wir nehmen ja noch die ganzen anderen Schaden. Alright, Contempt. I mean, ein Anfang ist ein Anfang. So, Fingers crossed. Mir wurden nicht so viele Fingers gecrossed. Gott, ist dieses Deck gut. Ja, hiergegen können wir nichts machen. Alright.